Moin, guten Morgen aus dem verschneiten, richtig verschneiten Schleswig-Holstein. Eisige Temperaturen, heute Nacht minus 12 Grad, jetzt sind es noch so ungefähr minus 9. Es wird noch ein bisschen wärmer werden, es soll so um die 0 Grad werden. Ach, ein richtig schöner Wintertag, genauso liebe ich das auch mal. Das muss auch mal sein im Winter, das haben wir so selten hier oben. Deswegen bin ich unterwegs, wie man sieht, ja. Der Schnee, die Schneehöhe ist eigentlich gar nicht so hoch gewesen, 15 cm ungefähr. Aber durch den starken Wind letzte Woche ist alles hier quer geweht über die Wege in Nord-Süd-Richtung, quer zum Wind. Da lag der Schnee fast Meter hoch. Hier ist er zum Beispiel mal geräumt worden. Oh, da sieht man, was das für eine Arbeit war. Aber katastrophisch war das nicht. Aber es ist jetzt wunderschön, strahlender Sonnenschein. Also ich finde es klasse. Ja. So richtig, richtig knackig kalt, diese Eisbahn hier, das ist mir festgefahren, der Schnee ist richtig griffig, aber ich habe jetzt mein altes Winterrad aktiviert, da ist auch Spikes-Reifen drauf, also alles safe, hoffe ich, wenn es nicht zu eisig wird. Ja, und dann werde ich heute mal eine kleine Tour machen, ich möchte mir das hier mal anschauen. Wollen wir mal sehen, Richtung Nordost will ich. Ich weiß ja nicht, welche Geräte geräumt sind, ob der Radweg geräumt ist oder nicht. Deswegen werde ich vielleicht auch eher mehr an der Landstraße fahren. Boah, ich will so Nordost. Vielleicht komme ich noch an die Ostsee ran, wenn es einigermaßen gut läuft und noch von der Zeit her. Aber wow, herrlich. Boah, ich hoffe, ja, es sind schöne Bilder. Mal endlich Eis und Schnee in Schleswig-Holstein, ganz toll. Da freue ich mich jetzt drauf, aber boah, kalt, die Nase läuft. Boah, alles ganz kalt schon, aber egal. Und die GoPro, naja, man weiß ja, die Akkus werden nicht lange halten wahrscheinlich. Muss ich immer wieder an Mann nehmen, aufwärmen, anderen rein. Bestimmt 10 Mal heute, aber bei diesem schönen Tag, da muss das sein. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei, ja, bei den kommenden tollen Bildern, hoffe ich. Oh, es geht jetzt eigentlich ganz gut auf diesen verschneiten Wegen. Deswegen bin ich weiterhin auf der Nebenstrecke. Oh, die Sonne scheint, die wärmt schon so ein bisschen. Oh, die Wege sind voll mit Schnee. Man fährt hier teilweise durch Schneewände. Wow, da sieht man erst, wie viel das gewesen ist. Aber man sieht, auf den Feldern ist nichts drauf. Oh, alles auf den Wegen, hinter den Knicks hat sich das abgelagert. Aber das kennen wir hier oben im Norden. Ist nichts Neues. Wenn wir mal Winter haben, meistens ist es ja so. Aber es ist trotzdem schön, gerade heute an so einem schönen sonnigen Tag kann man es trotzdem genießen. Die Straßen sind jetzt geräumt, alles okay. Ich kann auch Rad fahren, ja. Boah, das freut mich. Ja. Boah, weiter geht's in diesem schönen Wintertag. Wow, 15 Kilometer habe ich jetzt geschafft.
macht trotzdem Spaß, auch auf diesem Schnee, auch wenn das ja teilweise auch hobbelig ist, aber es macht so einen Spaß. Es wird auch immer wärmer, ganz toll. Und eins muss ich ja noch erzählen, eine gute Tat habe ich heute schon hinter mir, gerade eben, wo ich da stand, bei der letzten Ansage in einem Nebenweg haben sich welche festgefahren, habe ich gesehen. Ich habe gar nicht lange gezögert, bin wieder zurückgefahren zum Bauern, habe ihm Bescheid gesagt, dass er mit dem Trecker kommt und die rauszieht. Ach, die waren auch ganz glücklich. Ja, dann bin ich weitergefahren. Ich hoffe, es hat geklappt. Ach, aber so, man muss schon sagen, ja, Sonne brennt, hätte man schon mal Sonnencreme mitnehmen sollen. Nicht, dass man noch einen Sonnenbrand kriegt hier. Aber naja, erstmal geht's weiter hier durch die tolle Winterlandschaft. Hier stehe ich jetzt vor einem markanten Punkt in der Landschaftsangeln hier. Den Bismarckturm auf dem Schersberg. Das ist eine ja, markante Stelle hier. Noch. Ziemlich hoher Berg, nicht der höchste. Aber man hat hier eine tolle Rundumsicht von da oben. Aber im Winter ist er eh geschlossen. Und in Zeiten Corona wäre es sowieso dicht gewesen. Steht drauf, ab 1.3. kann man wieder rauf. Wenn es Corona mal zulässt, werde ich mal wieder eine Tour hier längs machen und dann mal da hochgehen. Denn was man hier so sehen kann, so schemenhaft durch die Bäume. Könnt ihr wahrscheinlich nicht so sehen durch die GoPro hier, aber man hat echt eine weite Sicht. Ja, da muss ich mal nochmal hoch. Und hier gibt es auch ein ja, kleines Skigebiet sozusagen ohne Lift. Da rodeln sie. Einer war hier schon mit Ski unterwegs, aber da muss man immer selbst hochtapern. Ja, aber endlich kann man den Schnee auch mal nutzen. Meistens ist ja immer nach ein, zwei Tagen der Schnee weg, deswegen muss man den Leuten das auch mal gönnen jetzt. Ach, ja, die Ostsee, so weit weg ist sie gar nicht mehr. 7, 8, 9 Kilometer circa. Dann bin ich mal da. Ja, an der winterlichen Ostsee. Ich glaube, eisbedeckt wird sie nicht sein. Weil leider wird es ja auch bald wieder wärmer, dass es auch nicht so kommen wird. Aber naja, ich werde erstmal weiterfahren und durch diese tolle, tolle Winterlandschaft. Wow, was für ein Spott, das muss ich hier mal sagen. Schön, dass sie hier die Bäume dies Jahr gerade gekappt haben. Wahnsinn. Also das hat sich gelohnt, nur hierher zu fahren. Was für ein toller Blick hier. Ja, gefroren ist es ein bisschen an der Kante, aber naja, muss sagen, noch nicht so viel. Vielleicht hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet, das fängt jetzt eigentlich richtig erst an. Aber zufrieren wird das nicht mehr hier, denn in den nächsten Tagen, nur zwei, drei Tage, wird es noch kalt bleiben und dann soll es warm werden, auch mit Regen. Dann ist es auch schnell wieder weg, leider alles hier. Aber wow, allein deswegen hat sich das schon gelohnt, da einen
da ist ein Schiff, da drüben ist Dänemark, das ist wieder unerreichbare. Die Stadt Sonderburg ist zu sehen, das werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen, das ist ein ganz leichter Dunst direkt vor der Küste. Aber wow, so habe ich es auch noch nicht gesehen, sonst war hier auch immer alles dicht gewuchert. Aber jetzt ist alles frei und was für ein Panoramablick, ah, das hat sich gelohnt. Ich mache jetzt hier so eine kleine Pause und dann danach werde ich noch ein kleines Stück an der Küste langfahren. Ja, und dann geht es auch schon wieder zurück. Wow, aber das hat sich echt gelohnt. Naja, mache ich erstmal ja, eine Panoramapause. Ich bin ein Stück dem Ostseeküstenradweg gefolgt. Jetzt stehe ich hier in der Geldinger Bucht. Das ist die offenere Ostsee. Wie man sieht, überhaupt kein Eis mehr hier auf dem Wasser. Boah, deswegen, das wird nicht mehr zufrieren. Boah, und in den letzten Tagen hat es doch ordentlich gepustet. Ostwind hat ordentlich Wasser hier raufgespritzt auf die Steinmühle. Ordentlich vereist. Aber naja, kann man da schon an Sommer denken. Ich habe schon dran gedacht, meine Urlaubsplanung geht jetzt los. Ja, ich habe gedacht, ja, meinen 14-tägigen Sommerurlaub werde ich wieder in der Schweiz verbringen. Da habe ich mir schon eine super Stelle ausgesucht, stationär, wo ich wieder in alle Richtungen fahren kann, tolle Touren. Ja, da freue ich mich drauf. Ich hoffe, das klappt. Und anderes, ja, mal so 3-4 Tage, wo man mit der Radreise wieder so macht, muss man sehen. Das kann man ja so ein bisschen spontan entscheiden. Im Moment ist das ja alles noch schwierig abzusehen, was kommt. Jeden Tag ist die Situation anders, aber naja, da brauche ich jetzt nicht drüber reden. Lieber noch weiter diesen Tag genießen. Oh, ich werde jetzt ja, gleich die Ostsee wieder hier verlassen. Landesinneren Richtung Steinberg queren, Richtung nach Hause. Oh, 25 Kilometer noch. Aber ich werde es weiterhin genießen. Es ist einfach zu herrlich. Die Wegverhältnisse gehen ja auch.
Hier bin ich wieder in der Nähe vom Scheersberg, vom Bismarckturm, kurz vor Quern, da ist. Hier ist wieder ein schöner Aussichtspunkt. Oh, herrlich. Hat der Schnee, ja, der taut so ein bisschen an in der Sonne. Mal nachgeschaut, 0 Grad jetzt. Aber man sieht es auf der Straße, es taut da richtig in der Sonne. Aber es wird ja auch ein Problem. In der kommenden Nacht wird das wieder ordentlich frieren. Und dann wird das Wasser wieder zu Eis. Oha, das sind glatte Wege dann. Also morgen ist nicht mehr so doll, wahrscheinlich mit Radfahren. Dann wird hier viel Eis sein. Man merkt das jetzt, das ist total fast wie ja, durch Sand fahren und diesen weichen Schnee jetzt. Das war doch so schön fest heute Morgen. Naja, aber die paar Kilometer kann ich noch nach Hause bringen. Aber, oh Leute, die Sonne, die brennt schon fast in der Sonne, das kann man schon fast sagen. Ich habe leider keine Sonnencreme mitgenommen. Ich habe mich nicht eingecremt. Oh, hau, hau, hau. Naja, na, geht es erstmal weiter auf die letzten Kilometer hier. Hier ist wieder so ein Stück, wo sie richtig viel Arbeit hatten, den freizuhalten. Hier ist der Schnee höher als ich. Ich bin fast 1,90 groß. Boah, das war Arbeit hier. Wolf, Schneefriesen gibt es hier bei uns nicht so viele. Seit der Schneekatastrophe 78, 79 sind wir wenigstens mal damals ein paar zugekommen. Aber die kommen so selten in Einsatz. Ja, aber schön, dass sie dann doch nochmal wieder zum Laufen kriegen. Und bevor ich jetzt gleich zu Hause bin, ja, möchte ich mich nochmal bei euch bedanken. Natürlich, weil inzwischen in diesem Jahr sind schon fast 200 Abonnenten dazugekommen. Unglaublich, ja, ist vielleicht vom Vorteil, wenn man natürlich auch noch ein paar Videos in petto hat aus dem Sommer. Aber naja, man muss ja auch was draus machen, dass es auch tolle Videos werden, die sich jemand anschaut. Ja, also sehr, sehr großen Dank nochmal, es macht riesen Spaß. Ja, auch so eine Tour zu machen hier. Oh. Oh, das ist echt toll. Ist auch ein tolles Erlebnis. Das haben wir nun mal nicht. Ja, das jetzt so ja, festzuhalten, macht auch sehr viel Spaß. Naja, noch ein paar Kilometer, dann bin ich bald zu Hause. Oh, gleich in 3 Kilometern bin ich wieder zu Hause.
Dann habe ich diesen schönen Wintertag echt toll genutzt. Oh, die Sonne, es wird schon langsam wieder kühler. Ja, das wird ganz schön eisig wieder morgen früh sein und dann werden die Wege noch vereister sein. Also es ist richtig gut, dass ich das heute gemacht habe, eine schöne Tour. Ah, so ein schönes Winterwetter haben wir hier oben so selten. Und dann noch mit Schneehöhen bis zu 2 Meter, dass man das mal wieder erleben konnte. Ich glaube, es ist jetzt schon 3 Jahre her, das letzte Mal. Ah, und dann auch noch über eine Woche gehalten. Das hier dann nämlich nächste Woche wird schon wieder wärmer. Ja, sagen bis zu 8 Grad Regen, dann ist jetzt auch alles wieder schnell weg. Ja, die Verwehung braucht ein bisschen länger, aber die Felder, da ist ja nicht viel drauf. Es ist schon bald wieder grün und schlammig, aber der heutige Tag war echt super. Ah, echt klasse. Ja, und dann, ja, Mitte Februar haben wir jetzt, 2 Wochen ist März. Ab 1. März beginnt so für mich auch die Rennradsaison. Ist kaum zu glauben, dass es nur noch 2 Wochen sind bei diesen Bildern heute. Aber ich habe mir einige Wege noch wieder ausgesucht, die man vielleicht mal abfahren kann mit Rennrad oder mit Mountainbike oder wenn das sein soll, vielleicht doch nochmal mit den Spikes los. Der Winter kann ja jederzeit doch nochmal wiederkommen. Aber ich habe mir noch was rausgesucht, falls das alles noch so weitergeht und man noch nicht so viel reisen kann oder weiter wegfahren. Ja, aber Radfahren geht immer irgendwie auch in der näheren Umgebung. Ja, ich freue mich schon drauf. Wie gesagt, Planungen sind da. Sommerurlaub ist eigentlich schon gebucht. Ich hoffe, das klappt. Und die anderen Ziele, die ich vielleicht mal demnächst wieder anfahre, dass es auch mal wieder klappt. Das ist alles ja ein bisschen hin und her zurzeit. Wird es jetzt aufgemacht, wird es nicht. Naja, egal. Wir müssen es nehmen, wie es kommt. Aber man sieht ja, in der näheren Umgebung gibt es bestimmt auch bei euch tolle Stellen. Auch bei so einem tollen Winterwetter macht das sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe bloß, dass der Frühling jetzt auch langsam kommt. Einmal so richtig Winter, das muss mal sein. Aber heute merkt man schon, wie warm die Sonne werden kann. Dass der Frühling vielleicht auch bald mal anklopft. Nur von der richtigen Richtung mal wehen, dann haben wir auch schon wieder 2-stellige Temperaturen. Der Tag ist auch schon länger. Ich freue mich schon drauf. Egal, was kommt jetzt noch, wie das die ganze Situation so weitergeht. Aber egal, ich will nicht weiter schnacken. Ich fahre jetzt nach Hause. Oh, und wird ja schön mal gucken, was ich mir hier zusammen gefilmt habe. Ich hoffe, es hat dann gefallen, dass ich einen schönen Film draus gemacht habe. Es war echt ein toller Tag. Also ich hoffe, auf nächstes Mal vielleicht sogar schon eine Frühlingstour, wer weiß. Ah, mal werde ich sehen. Also, denn danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Moin, moin.